Moin Jungs, Aces back und willkommen zur 1182. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben nicht mehr viele Dächer, beziehungsweise nicht mehr viele Häuser, bevor wir hier mit der Stadt fertig sind. Und dieses Dach ist eins davon, was wir noch vor uns haben. Und hier werde ich was ganz Simples, Schnelles machen, weil man muss ja auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Manche Sachen haben wir bereits schon mal in einem anderen Haus gemacht und die fand ich gut und deswegen, oder bei einem anderen Haus und deswegen machen wir die jetzt hier wieder. Die funktionieren, die machen auch Sinn in so einem Urban Environment und daher, ja, machen wir das. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Bum, 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 bum. Fertig. Nichts Besonderes, einfach quasi so ein geteertes Dach. Das haben wir ganz hier hinten irgendwo so ähnlich gemacht. Wir haben hier zum Beispiel einfach nur Gravel draufgepackt. Wir haben aber auch hier oben... Ja, okay, da haben wir noch Mud Bricks reingepackt, aber... Ja, kann man jetzt noch machen, kann man auch lassen. Auf jeden Fall ist damit dieses Dach endgültig, würde ich sagen... Good to go. Man könnte hier noch irgendwelche Antennen oder so draufsetzen, so wie die. Den Leuchtturm müssen wir natürlich auch noch machen, aber ansonsten wäre es das mit diesem Haus fürs Erste. Ich muss mir mal, ich weiß nicht wieso, aber neue Brötchen schon wiederholen. Die sind irgendwie weg. Abhanden gekommen. Warte mal, wir gucken noch einmal kurz, ob ich hier vielleicht ein paar Mud Bricks reinpacken kann. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht draufgehe. Weil ich halt wirklich ein bisschen Lowlife bin. Und das wäre ja ziemlich blöd. Weil ich das bisher noch nie gemacht habe. Auch wenn man mir das nicht glauben mag. Nach so vielen tausenden Folgen. So, was wollte ich jetzt machen? Achso, genau, ich wollte mir Brot holen. Und dann, aua. 4,5 Herzen, das wird echt kritisch. Wo habe ich denn das Brot hingetan? Ich traue mich schon kaum noch eine Rakete zu zünden, weil ich Angst habe, hier irgendwo gegenzuschallern und dann war das halt. Das wäre halt echt mies. Habe ich das oben in die Kiste getan? Da ist ja noch eine drin. Na, ich habe hier außerdem... Kann man das von... Lass mich hier vorbei. Kann man das hier sehen? Ich habe hier auf die Ecken überall mal ein paar Lanterns gepackt, damit das ein bisschen ausgeleuchtet ist. Hier sind die Sachen. Okay. Dann mal ganz schnell was essen. Dann haben wir den Teil auch. Das hier habe ich heute Morgen gebaut, für euch gestern. Damit ist hier der komplette Teil fertig. Das bedeutet, wir haben nur noch hier diese Riesenlücke und die damit verbundene riesige Baustelle hier vorne. Und ich habe nach wie vor nicht den geringsten Plan, wie ich das retten soll, was ich damit machen soll, wie wir damit jeweils irgendwie vorankommen können. Also hier oben könnte man ja ganz einfach noch eine Etage oder noch eine Wohnung so reinsetzen. Das war aber ja auch ursprünglich hier für die Metro Line geplant, dass die halt hier so reinfährt und da dann quasi ein Kopfbahnhof ist. Erstens weiß ich nicht, wie ich das überhaupt bauen soll. Zweitens ist die Metro Line super kompliziert, glaube ich. Und das wird eh noch übel der Krampf, die irgendwie mal irgendwann zu bauen. Deswegen weiß ich Stand jetzt überhaupt nicht, ob wir die überhaupt bauen. Aber das könnte auch einfach nur sein, dass ich zu faul bin, die zu bauen. Deswegen schreibe ich das mal noch nicht komplett ab. Aber. So. Warte. So. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal wieder hier ein bisschen mehr Ordnung drin. Wir haben schon mal all die Sachen, die wir gebraucht haben, hier schon mal wieder aus dem Inventar raus. Das ist schon mal schön. So. Dann müssen wir halt jetzt mal echt in uns gehen und uns überlegen, was wir hier mitmachen. Weil hier war ja eigentlich geplant, dass es quasi so eine zweite Ebene ist, die fernab von der Straße ist. Das hat aber, wenn ich ganz ehrlich bin, überhaupt nicht geklappt, wie ich es mir vorstelle. Weil eigentlich müssen hier jetzt halt nochmal eine weitere Ladenzeile oder so drauf. Das kann man machen. Es könnte aber auch sein, dass es halt ein zu krasser Brecher wird. Weil sagen wir, wir gehen nach hier. Na? Dann müssen wir ja schon mindestens überall auch so viel Platz lassen. So. Und dann hier lang gehen. Und dann muss man hier schon abkürzen. Und dann können wir nur noch bis hier gehen.
Und ja, ich meine, man kann es natürlich machen. Auch hier, das wäre noch ein bisschen eng. Und dann müsste man das hier halt zubauen. Dann wird das auf jeden Fall nicht gehen mit dem ursprünglichen Plan. Was ich jetzt nicht unfassbar schlimm finde. Aber ja, auf jeden Fall, ne? Es ist nicht so optimal, wie ich das ursprünglich mal im Kopf hatte. Das könnte man aber trotzdem auf jeden Fall so bauen. Es wäre wahrscheinlich auch immer noch recht cool. Ich weiß halt nur einfach nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ob ihr da Bock drauf habt, wie auch immer. So. Und so. Und so. Oh, Alter, war das knapp. Machen wir so. Und dann würde ich halt fast nochmal irgendwie einen nach außen gehen wollen. Den hier hin. Den hier hin und hier hin. Den hier hin. Nee, falsch. Fast richtig gedacht, aber im entscheidenden Moment gefailt und dann so. Und dann könnte man das hier raus machen und dann könnte man hier raus halt nochmal so verschiedene Läden machen. Dann hätte man hier außen quasi den Weg, wo man rumlaufen kann. Hier kann man dann natürlich auch noch ein bisschen dekorieren. Und hier wird dann halt einfach nochmal mindestens ein Stockwerk draufkommen, vielleicht sogar zwei. Dann sind wir natürlich sehr, sehr hoch. Und da weiß ich halt nicht, ob das so geil ist. Ich weiß auch generell nicht, ob das so geil ist von der generellen Idee einfach. Man könnte zum Beispiel sagen, man geht hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und hier lang. So, das wäre zum Beispiel einladen. Das kann man machen. Dann kann man den hier irgendwie aufteilen, indem man hier so lang geht. Ne? Geht man da so lang. Hat man hier einen weiteren Laden, der ist dann natürlich super klein. Und auch hier müsste man dann ja mal mindestens irgendwie sowas machen. Dass man dann hier nochmal einen kleinen Laden hat. Dann hat man hier über die Ecke nochmal irgendwie was. Was jetzt auch nicht so prickelnd ist. Und dann hat man hier vielleicht mindestens einen Laden noch. Kann man machen alles. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das so geil ist. Wir können es mal machen. Und jetzt kommt wieder der klassische Satz. Und wenn es uns nicht gefällt, können wir es ja wegmachen. Wobei jeder von uns, inklusive mir, weiß, dass wir es eh nie wieder wegmachen werden. Deswegen. Ja. Warte mal kurz. Ah, die kann ich ja gar nicht umwandeln. Na ja, egal. Machen wir so. Biegen da hoch. Ich finde das aber an sich gar nicht so blöd. Das ist halt das hüpfende Komma. Deswegen, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn wir das hier so trennen würden. Gehen wir hier noch lang. Beziehungsweise wir packen das hier nochmal, glaube ich, nach hier. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Und dann teilen wir das hier, würde ich sagen, hier auf. So. Dann haben wir hier ein etwas größeres und hier ein etwas größeres. Hier ein kleines und hier ein mittleres. Das ist so wonky, das ist der Hammer. Ne? Also, die einzige normale Form ist die hier. Alle anderen sind echt scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, die hier geht auch noch. Also zwei von fünf sind okay. Das ist halt nicht besonders geil, bin ich ehrlich. Es passt aber halt auch irgendwie zu dieser Stadt. Deswegen finde ich es dahingehend auch wieder irgendwie cool. Ich guck mal eben, wo könnte man denn so einen Akzent hinsetzen? Ja, eigentlich nirgendwo so wirklich. Könnte ihn hier hinsetzen. So. Zack, zack. Dann geht man hier einmal mit der Farbe so hoch und das war's eigentlich dann auch. Alles andere würde ich lassen. Dann müssen wir noch gucken. Ich würde dann wirklich gucken, eventuell, dass wir dieses Haus nicht mehr mit hier verbinden. Dass wir dann hier die Treppe einfach rummachen. Dass wir dann hier noch eine Wohnung reinsetzen. Dann kann ich mal eben, wenn wir schon dabei sind, hier hin. So. Und so. Dann können wir hier noch eine Bude reinsetzen.
Eingang und so weiter haben wir ja streng genommen hier schon zu. Dann gehen wir noch mal kurz nach hier. Hier, 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 hier. So, dann kann man hier noch eine Decke oder eine Wand reinzimmern. Dann kann man streng genommen hier die Slabs raussetzen. Also raustun. Und hier Fullblocks reinsetzen. So. Das ist jetzt natürlich katastrophal, weil ich wollte das hier reinsetzen. Den hier brauche ich tatsächlich gar nicht, merke ich gerade. Brauche ich den? Schon, aber ich glaube, den setze ich dann einfach einen flacher. So. Passt auch. Ist gar kein Thema. Setze ich den noch dahin, dann ist das Blau so ein bisschen mehr verdeckt. So, dann kann man hier hoch. Dann kann man hier durch. Dann kann man hier durch. Und dann kann man hier tatsächlich doch noch relativ perfekt in diese Wohnung gehen. Die ist natürlich, ne? Wie sagt man so schön? Komprimiert? Ist das das Wort? Ich meine, es ist das Wort. Beeinträchtigt. Aber ist halt so. Willst du machen. So, dann legen wir das hier zu. Dann machen wir nochmal ganz kurz hier ein bisschen Grey Concrete. Und ich kann mir auch doch nochmal eben hier schnell schon mal die Treppen holen. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Vielleicht schaffe ich das noch, das hier komplett aufzufüllen. Ich sollte das eventuell aber von unten machen. Das könnte einfacher sein. So. Ja, das ist ja wieder typisch. So. Ich kann euch übrigens noch was zu Palworld erzählen, denn ich habe mir das geholt gehabt, das habe ich glaube ich erzählt. Und ich habe es jetzt übers Wochenende circa 9 Stunden gespielt, zumindest jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Ich glaube aber auch nicht, dass ich heute Abend noch weiterzocken werde, denn ich finde es zwar echt cool so, also man kann da schon was gut so machen, so gut zocken. Ich glaube zu zweit oder was wäre es nochmal viel geiler, aber das ist bei den meisten Spielen so. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen den Punkt, wo ich nicht mehr so wirklich weiß, was ich da noch machen soll. Weil außer mich leveln und mein Lager leveln und halt irgendwie erkunden, um ein paar weitere Hells zu finden, mehr gibt es da halt irgendwie nicht zu machen. Und das finde ich sehr schade, weil, ne, also das waren jetzt 9 Stunden so. Ich habe sogar ein normales Pokémon-Spiel bietet dir halt mal so 20 bis 40 Stunden, würde ich sagen. Zumindest bei meinem Spieltempo. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Auf jeden Fall. Und da muss ich dann auch sagen, finde ich, ist 28 Euro zu viel für. Weil, ja, was heißt weil, ne? Das ist eigentlich selbsterklärend, warum. Weil wenn das nach so wenig Spielzeit schon kaum noch Spaß macht, oder was heißt kaum noch Spaß macht, aber wenig Spaß macht, dann ist das natürlich blöd. Und ich weiß halt nicht, es ist natürlich auch noch in der Early Access, da wird natürlich auch noch super viel Content und so weiter hinzugefügt. Es gibt momentan, glaube ich, so 111 Pals und die Welt ist echt riesig, die Welt ist aber leider echt leer. Es gibt nämlich, wie ich das glaube ich schon mal gesagt hatte, keine so wirklichen Städte. Es gibt so ein paar kleine Dörfer, da sind aber 3 NPCs, die nichts machen. Ah, ist jetzt nicht so der Hammer. Und ja, weiß ich nicht. Du kannst halt auch mit denen reden, die sagen dir dann auch irgendwelche Quests, aber die geben dir diese Quests halt nicht. Also du kannst die nicht einlösen so. Und das finde ich so ein bisschen doof. Deswegen, ich habe jetzt schon nicht mehr so wirklich da was zu tun. Das ist doof. Ich würde es gern spielen. Ich habe es auch mehrfach jetzt nochmal angemacht. Oder vorhin auch nochmal angemacht, obwohl ich halt eigentlich nichts mehr da zu tun hatte. Aber es gibt einfach nichts. Du läufst da im Endeffekt nur dumm rum durch die Gegend. Wirst entweder gekillt von irgendwelchen Viechern oder du killst halt selber irgendwelche Viecher. Und das ist halt nicht so spannend. Na, also da gibt es echt spannendere Sachen. Was haben wir denn hier? Habe ich da echt überall einen Block drunter gesetzt? What the fuck? What the fuck? Okay. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal den Rahmen drum.
Wir können dann morgen von mir aus hier, wie heißt es, die Häuser draufsetzen. Dann mache ich den hier vielleicht auch nochmal weg und setze hier nochmal einen davon rein. Dann machen wir das hier ein bisschen zu, dass man hier halt nicht direkt runter segelt. Wir müssen hier generell dann irgendeine Art Absperrung machen. Vielleicht mache ich sogar anders, dass wir diese... Nein! Dass ich diese Absperrung erstmal baue und die Scheiben auf die andere Seite packe, dass man halt auch nicht in die Treppe reinfällt. Das ist, glaube ich, auch nochmal besser. Dann mache ich den hier nochmal eben weg. Dann mache ich den hier hin. Dann machen wir so. Und dann, weil es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, dass man einfach diese Sachen hat und hier einfach runterplatzen kann. Auf Coruscant bei Star Wars zum Beispiel kann man das auch. Haben auch nie Absperrungen, die gehen einfach davon aus, dass man da nicht runterspringt. Ja, wie dem auch sei, endlich geht's hiermit voran. Dann fehlt noch hier das Haus, da habe ich grundsätzlich ein paar Ideen, aber nichts Besonderes. Aber das sehen wir alles morgen oder wann auch immer. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.